Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Platy und begrüße euch zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letzte Folge haben wir uns das Hylia-Gewand gekauft und haben ein paar Crops, Brunnen und alles erforscht. Und jetzt aktivieren wir diese Quest hier. Guten Abend, was eine wundervolle Nacht, oder? Sag mal, ist es wahr, dass du jetzt im Besitz des Pura-Pets bist? Pura und ich haben es zusammen konzipiert, aber gebaut habe ich es. Robelo-Pet wäre also eigentlich der passendere Name. Komm schon, Onkel Robi. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Also, worum ging es noch gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in den Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Wenn Puras Schützling etwas zustützt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaftes Bild? Oh, hallo Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Joscha, Leiter der Untergrundforschung. Ja. Also das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Untergrund? Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robby, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joshua. Weißt du was? Wieso überlässt du die Untersuchung, was mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link! Wait, what? Du kannst dein Pura-Pet verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit dem Fotomodul ein Foto schießen und es Joshua zeigen. Ist dieser Plan nicht genial? Fotomodul? Jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder sogenannte Fotos verwandeln. Na, da hast du doch wohl nicht alle Feinheiten deines Pura-Pads entdeckt. Nicht so schlimm. Komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster. Da kann ich sowieso einen Labwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor. Komm du nach, sobald du deine Vorbereitungen abgeschlossen hast. Bis später. Robelo? Onkel Robby, warte mal. Robelo? Okay. Ciao, Robelo. Tja, Wekisa. Ich weiß nicht, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Ja! Nimm wenigstens das hier mit. Zehn Leuchtsamen, okay. Oh, und das auch noch. Oh, Holzpfeile. Sag mal, 20. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach dort unten eindringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsamen an deinen Pfeil anbringst und den dann abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen. Um was geht's gerade? Du findest den Abgrund, zu dem Onkel Robby aufgebrochen ist, wenn du durch das südliche Tor des Spähposten gehst. Über das Fotomodul weiß ich nicht viel. Aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robby aufpasst.
Das Volk im Untergrund? What? Soll mir Angst machen mittlerweile? Ja, scheiße. Die werden wir uns irgendwann einmal durchlesen. Noch nicht jetzt. Karte. Okay. Normalerweise teleportiere ich mich einmal daher. Und rufe zugleich meine Freundin. Hat sie mir gehört? Epona! Ich weiß noch, wo ich sie geparkt habe. Oh, da ist auch was. Was geht da ab? Hallo? Grüß euch. Hey, Holm! Hi. Ah, werter Link. Wir haben uns zuletzt bei Schloss Hyrule getroffen, oder? Hm. Kennt ihr mich noch, Truppenführer Holm, mein Name? Von der Monsterwehreinheit 1. Als wir die Suche nach Prinzessin Zelda in Schloss Hyrule beendet hatten, bin ich sofort zu meiner Einheit zurückgekehrt. Zurzeit rücken wir in Richtung des Monsterlagers dort vor. Okay. Sobald wir nah genug sind, passen wir eine gute Gelegenheit zum Angriff ab. Verzeih, wenn ich etwas übertreibe, aber euch hier wiederzutreffen scheint Schicksal zu sein. Nichts würde unser Mut verleihen, als den besten Schwertkämpfer Cyrus an unserer Seite zu wissen, werter Link. Oh. Es wäre grandios, mit euch gemeinsam für den Frieden in diesem Land zu kämpfen. Gerne doch. Cool. Wohin müssen wir jetzt? Mach mal das einmal. Wo ist Epona, Alter? Egal. Hey. Anhalten! Na wat? Oh, genau. Jungs, passt auf. Bombe. Oh, kacke, die habe ich verpallt. Ja, genau. Achso, die sind nur halbe. Mario, komm, verpiss dich. Der Blaue ist auch noch. Ich muss da mal kurz was essen. Ja, klar. Abwehr. Wo ist jetzt noch einer? Ah, da! Was? Hartholzstock! Den werden wir gleich benutzen und dann gleich mit dem von ihm synthetisieren. Der Sieg ist unser! Hi! Geil. Oh. Oh. Perfekt. Oh, verzeih mir, ich hätte ja das Wichtigste vergessen. Boah. Der schmeckt. Diese gehört zur Beute, die den Kämpfern der Monsterabwehr zusteht. Bitte sehr. Wir werden schon bald zur Hateno-Festung in der Kluda aufbrechen. Südöstlich von hier. Ich freue mich schon darauf, irgendwann erneut eure Seite kämpfen zu dürfen. Dankeschön. Sehr cool. Hm.
blauer Bockblindhorn. Geil. Sieberne, zwölf, Alter. Das Reiseschwert brauche ich nicht unbedingt. Das Reiseschild hätte ich gern, aber brauche ich aktuell auch nicht. Ja, ihr geht's gleich. Ich loot dort noch. Oh, Moblinhorn. Alter, sechs Syntheseangriff. Tschüss. Okay, ja. Was haben wir da jetzt? Hyrule-Gasonier-Ruinen. Gasoniers-Ruinen. Kurz einen Überblick verschaffen. Und da etwas finden. Das sich kleiner Scheißer namens Croggy befindet. Schön. Hallo, Croggy. Ciao, ciao. Haben wir da irgendwas so wie am Brunnen oder so? Oh, Edelwild. Cool. Gibt's auch noch. Ja, freilich. Komm. Oh, komm. Verpisst's, ey. Ja, freilich, komm. Verpiss dich. Schubstock. Reisebogen. Bockbeinhorn. Da ist sie! Alter, ich sehe sie sogar. Jetzt musst du mir aber nochmal hören, oder? Ups. Oh, ups. Batz. Perfekter Zeitpunkt, Epona. Perfekt, und jetzt haben wir wieder voll kalt. Let's go. Entschuldigung. Ja, 12 Minuten. Gut verbraucht, würde ich sagen. So. Okay. Ja, Miasma. Okay, was geht da ab? Ist was? Entdeckt. Abgrund der Ebene von Hyrule. What the fuck? Alles klar. Hallo, Miasma. Bist du ein Moped? Na, oder? Untergrund. Bitte was? Wir haben drei Kartenebenen. Wir haben den Himmel, die normale Oberfläche und den und... Alles klar. Mit dem Spiel wäre man nie fertig. Hey. Ah. Bist du Link? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alun und ich bin ein Mitglied der Sonar-Forschungsgruppe. Robelo hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Zu einem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Ich dachte, dass er in die Richtung des Lichts da drüben gehen würde. Aber dann ging er immer weiter. Anscheinend hat es ihn nach Westen verschlagen. Hast du Leuchtsamen dabei? Leider nein. Oh, das ist schlecht. Nach hier unten dringt kein Lichtstrahl von der Oberfläche. So ist es wirklich finster. Okay. Ja gut, aber ich hab... Ja gut. Ja, passt schon. Okay. Geil. Da, neue Käfer. Dünsterwürmchen.
Passt. Okay. Ja. Ha, da ist. Oh, da ist die Hand. Untersuchen. Okay. Soundeffekte, voll geil. Let's go, Alter. Au, meine Augen! Okay. Aua, immer noch meine Augen. Okay. Und das macht jetzt was? Ein Teleportpunkt. Und? Aktualisiert die Karte des Pura-Pets. Ah. Cool. Okay, jetzt haben wir eine Untergrundskarte. Okay. Ah, da hinten, okay. Dorthin möchten wir. Perfekt. Hier sind Notizen. Hey, du. Bisher hierher dringt nicht das kleinste bisschen Licht. Sogar mit meiner Brille kann ich hier kaum was sehen. Ich hätte Leuchtsame mitbringen sollen. Mich würde ja auch interessieren, was das für glänzende Wurzeln sind. Gefährlich scheinen sie mir nicht zu sein. Eigentlich müsste ich mich ja direkt unter einem Schrein befinden, die natürlich auf der Oberfläche erschienen sind. Diese westlich von hier glänzende Wurzel möchte ich auf jeden Fall auch noch unter die Lupe nehmen. Und du solltest dich auch beeilen. Okay, das ist eine Notiz von Robelo. Auch geil. Jetzt haben wir einfach eine dritte Ebene. Von der immer so lang umgedacht worden ist, dass sie nicht kommt. Weil sie nie in den Trailern gezeigt wurde. Oh, da ist auch noch eine Notiz. Na, lebst du noch? Dieser Ort trieft ja gerade vor Miasma. Da geht man besser nicht zu nah ran. Und ohne Leuchtfahne ist es hier angeblich sowieso Ende im Gelände. Aber auch ich lebe noch. Und ich bin zum ersten Mal hier. Für dich ist das also sicher ein Kinderspiel. Eben fiel mir eine seltsame Silhouette ins Auge. Vielleicht etwas ähnliches wie das rätselhafte Bild. Danach sucht Yasha. Ja, aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg zu der leuchtenden Wurzel westlich von hier. Man sieht sich. Okay. Das heißt, wir haben auch ein Ziel. Die Wurzel. Wir ballern dort hinten einmal ein Leuchtsamen hin. Okay. Da ist eine da sind Donnerblumen. Hallo. Was seid ihr? Eklig. Ihr droppt Zonanium? Alter, was seid ihr für OP-Viecher? Da schaut Zonanium. Uah. 33 Zonanium, ey. Auf die Gegner habe ich doch echt gerade echt keinen Bock irgendwie. Okay, ja, wir halten uns sowas von fern von den Gegnern. Die triefen ja voll von Miasma. Neue Pilze. Wirmerling. Oh lol, das ist... Oh geil, das sind die Pilze, die diese Rauchwolken erzeugen. Cool. Ich probiere so weit weg von den Monstern zu sein, wie es nur geht. Ich möchte nur schnell die Quest abschließen, weil für den Untergrund fühle ich mich noch nicht so richtig bereit. Aber geil. Wirklich Respekt, Nintendo. Wir werden ewig an dem Spiel sitzen,
Aber das taugt mir. Och nee! Da Droche. Da wurde ich schwer. Lol, habt ihr das gerade gesehen? Das Miasma. Verpiss dich mit deinen Elementarpfeilen. Ich hab jetzt ein Herz weniger. Wegen dem Miasma-Schaden? One hit. KO. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir da. Sind das so Nanium-Erze? Ne, oder? Doch! Gut zu wissen. Sonanium da herunten. Großes Sonanium-Erz. Oh, die schmecken. Okay, geil. Okay. Nein, mein Felsbrockenhammer. Er ist down. Ich brauch so an. Wo hab ich die gekillt? Dorga. Die bestehen aus Schwerter, oder? Na, ich sag gleich wie das, was ich gerade gehabt hab. Na, der besteht aus Schwert. Der ist das Schwert, perfekt. Und der Rest ist endlich echt OP. Ich bleib aktuell aber bei der... beim Zanshin-Kurzschwert, weil das ist ein bisschen schwächer. Oh, okay. Das heißt, wir sind gleich da. Perfekt. Da hinten ist auch noch einmal so eine Wurzel. Ha. Okay. Egal. Dann aktivieren wir schnell da. Die J-Zuzu-Wurzel. Let's go. Die Karte wird aktualisiert. Schön. Viel aufgedeckt. Geil. Das schmeckt. Perfekt. Okay. Au, okay. Im Licht kriegt man das Herz wieder zurück. Okay, Robelo, Hallöchen. Was zum? Dieses seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob. Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist doch nicht alles. Ich meine, ich habe fast den Eindruck, dass es meinen Körper wohl tut. Oh hey, aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es bisher her schaffst. Ich will dir etwas zeigen. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm hebt. Sieht das nicht so aus, als wie das Bild in dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Ja. Jetzt hast das Fotomodul seinen großen Auftritt. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eines der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir dein Pura-Pad mal kurz zeigen? Ach du meine Güte. Sowohl dein Fotomodul als auch dein Hyrule-Handbuch sind Warte mal kurz. Oh, das Hyrule-Handbuch. Eins der behindertsten Sachen der Welt. Gott sei Dank kann man das kaufen. Wie waren es noch gleich? Diese Knöpfe betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen. Das Fotomodul. Mit dieser Pura-Pad-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Das Starbuch. Na also, jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieß ein Foto der rätselhaften Statue, so kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktionierenden Testreihen klingt das nicht formidabel. Komm wieder zu mir, wenn du das Foto im Kasten ist und lass mich einen Blick darauf werfen. Okay. Oh.
Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich so ein schönes Foto machen, Rubelo. Wunderschön, nicht wahr? Hä? Hey, du, wie ist das gelaufen? Hast du die rätselhafte Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, zeig schon her! Hier bitte. Sag schon, ist dir ein gutes Foto gelungen? Wunderschön! Ja, du hast das Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eines steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, wartet hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später im Spähposten und lass Joscha nicht allzu lange warten. In Ordnung? Mhm. Jo. Ich würde da mal sagen, den Untergrund erforschen wir das nie. Erforschen wir irgendwann einmal anders, wo wir ein bisschen stärker sind. Aber ja, cool. Es gibt einfach drei Irrknospe. Okay, cool. Wisst ihr was? Die Wurzel da hinten aktivieren wir noch schnell und dann werden wir uns zum Dein Scheiß Ernst. Und dann werden wir uns zum Spähposten aufbrechen. Oh ja, genau. Tschüss. Lasst mich gleich in der Ruhe. Ich hab keinen Bock auf euch. Boah, verpiss die. Aua. Danke. Ja, genau. Aber das hat nur ein Herz abgezogen, weil ich mit Ermi direkt angegriffen habe. So. Danke für nix. So. Licht wäre mal wieder cool. Mein Bogen ist kaputt. Ich habe noch 5. Okay. Wenn man ins Miasma einsteigt, verliert man auch Herzen. Gut zu wissen. Geil. Die aktivieren wir jetzt noch. Dann haben wir noch ein Kartenteil aufgedeckt und dann teleportieren wir uns wieder nach oben. Geil. Okay. Perfekt. Boah, jetzt haben wir schon viel. Jetzt sind wir echt schon viel erleuchtet. Geil. Okay. Oh, mein Licht. Was ist da hinten? Was ist das da hinten? Okay, Leute, wir werden nächsten Part zum Spähposten zurückreiten, um Joscha das Foto zu zeigen. Und uns dann Richtung Dorf der Orni begeben. Was ist das? Irrlicht! Ah, ihr habt's euch! Haben wieder einen Auftritt im Zelda-Universum. Okay. Nun gut, Leute, dann würde ich aber sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und dann sage ich mal tschüss mit euch, tschau mit V. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder. Bis dann, euer Plättivi. Servus.